stehen auf dem Parkplatz der Borbet Solingen GmbH. Wir streiken. Wir stehen mit den vielen Kollegen seit halb fünf morgens hier. Ich habe in meinem Leben noch nie den ganzen Tag gestreikt. Ich bin selber überrascht, wie gut das hier bei uns funktioniert. Wir wollen erstmal wieder mehr Geld. Für uns und für unsere Familien brauchen wir mehr Geld. Aber wir streiken auch für die 28 Stunden. Dass diese ganze verkürzte Arbeitszeit eine ganz wichtige Rolle hat, das muss man erstmal verstehen. Ne? Verkürzte Arbeitszeit, sprich Betreuung von Kindern, genauso wie Betreuung von Pflegefall. Wenn das mal den einen oder anderen betrifft, dann ist das wirklich ein ganz wichtiges Instrument, was die IG Metall hier auch durchsetzen möchte. Wenn man so in der Politik sich rumhört, überall sind Notstände im Pflegebereich und. Wir wissen, dass wir in den letzten 10 Jahren massive Gewinne eingefahren haben. Und wir denken eigentlich, es ist eigentlich durchaus möglich, alle Kollegen zu unterstützen. Das bewirkt ja auch, dass wir ein besseres Betriebsklima bekommen. Ne? Kollegen, die sich vom Betrieb verstanden fühlen, arbeiten auch besser für den Betrieb. Wir finden schon, dass die Arbeitgeberseite alle 3 Forderungen auch nachgeben müssen. Gerade nach dieser stabilen wirtschaftlichen Lage. Wir sind zu 80% organisiert. Unsere Kollegen, wenn wir die aufrufen, kommen sofort raus. Da braucht sich die IG Metall überhaupt keine Sorgen zu machen. Wir streiken nicht nur einen Tag, wir streiken auch gegebenenfalls mehr. Also wir erwarten eigentlich, dass sie schnellstens zusammenkommen, weil es geht ja auch um richtig Geld für unsere Firmen. Und die sollten uns schnellstens zusammenkommen und eine Lösung finden. Wir wollen die 60% haben wir!